machen uns auf den Weg ins Wasteland. Once again sind wir wieder am Start. Ah, super. Ich habe vergessen, den Ton auszumachen bei Twitch. Das ist ja hochprofessionell, möchte ich sagen. Hochprofessionell. Ich habe nichts anderes von mir erwartet, als diese absolute, reine Professionalität. Ja. Was soll schon schiefgehen, wenn ich streame? Nichts ist die Antwort. So, aber jetzt genug gelabert. Wir sind hier in Fallout 4. Und wir haben Curie einen Körper gegeben. Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Kannst du mir vielleicht irgendwie handeln? Handeln ist gut. Aber du hast immer noch den Alien Blaster. Der passt ganz gut zu dir. Ich würde sagen, den kannst du erstmal behalten. Ich werde ihn später, wenn du... Ach nee, die hat ja unendlich Munition. Ja, das ist bei Charakteren so. Die haben unendlich Munition, wenn sie nur einen Schuss haben. Fragt nicht. Aber du kriegst auf jeden Fall noch bessere Rüstung, würde ich sagen. Ja? Okay, dann was ist momentan... Die Quest. Was ist, was müssen wir machen? Begib dich zur CIT. Genau, das wäre eine Idee. Untersuche das Luftschiff der Stählernen Bruderschaft. Das ist, glaube ich, für, Leute, die Stählernen Bruderschaft ganz cool finden. Eine ganz nette Quest. Aber wir machen erstmal Silver Shroud. Denn diese Quest befindet sich genau hier in Good Fucking Neighbor. Und das müssen wir noch nutzen. Das müssen wir. Oh, hallo. Das müssen wir doch 1A ausnutzen, würde ich sagen. Guten Morgen an alle, die gerade zuschauen, beziehungsweise Mahlzeit. Es ist ja fast um 12. Ja. Stream hat ein bisschen später gestartet als geplant. Warum? Fragt man sich jetzt vielleicht. Das könnte daran liegen, dass ich bis um 6 Uhr morgens Terraria gespielt habe. Könnte aber auch an was anderem liegen. Das ist, ja, das steht noch nicht fest. Das, die Möglichkeiten sind grenzenlos. So, aber jetzt mal Serious Business. Erstmal den Müll einmal gucken. Ne? Erstmal die Silver Shroud Quest mal was. Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Ein Cent. Wer auch immer diese ich war hier doch gerade drinnen. Das ist aber komisch. Ich weiß, wen ich suche. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo er ist. Das ist die Sache. Aber offensichtlich ist derjenige hier drinnen. Aha! Du bist nicht Irma. Hi. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Okay. Ja, richtig. Ist schlimm da draußen. Es ist schwer an den guten Tagen, aber jetzt... Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Silver Shroud. Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Ja, ist doch kein Problem. Ich war lange im Kryoschlaf. Bin gerade erst aufgewacht. Oh Mann. Gerade erst aufgewacht. Ist wie Mr. Oh. Aus Folge 83. Was? War er nicht ein Höhlenmensch? Ja, ganz genau. Er wurde in einem Eisberg vor dem Hafen gefunden. Junge, wenn du gerade aufgewacht bist, musst du dich auch erstmal an die Gegenwart gewöhnen. Oh ja. Sieht so aus, als würden sich die Menschen langsam vom Atomkrieg erholen. An manchen Orten ja. In Diamond City zum Beispiel. Aber hier gibt's noch eine Menge zu tun. Ich hätte da mal eine Frage. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Das wäre jetzt ganz schön distinkt. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Gegen das Böse? Böse! Es ist Böses im Busch. Hashtag SpongeBob. Schön, dass du versuchst, die Welt zu verbessern. Ein Ghoul mit so guten Absichten. Was für eine komplexe Unterspezies. Unterspezies. Ich muss einfach etwas machen. Weißt du, ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt,
fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für ich hab's dabei. Serie gedacht. Hilfst du mir? Vielleicht. Vielleicht. Wenn es sich für mich lohnt. Was mit Cash? Cash. Aber versprich, dass du mir hilfst. Versprich, dass du mir hilfst. Ja, hab ich schon. Alles kein Problem. Wenn es der Zufall will, hab ich das Kostüm. Ist der Zufall. Da ist es. Prachtvoll wie auf den Plakaten. Das Silver Shroud-Kostüm, wie es lebt und lebt. Und Fanartikel auch? Du bist was Besonderes. Zusammen mit meiner Waffe ist jetzt alles bereit. Okay, wie sieht der Plan aus? Was hast du als nächstes vor? Das muss ich mir noch überlegen. Ein paar Dinge wollte ich dir zeigen. Also, nachdem du mir das Kostüm gegeben hast. Ach so, ja, hier. Hier, bitte. Nach so vielen Jahren ist Silver Shroud wieder da. Aber da ist noch ein Problem. Ich bin einfach nicht wie Silver Shroud gebaut. Ich könnte Red Reinhardt oder sein Butler Jarvie Blake sein. Shroud ist stark. Geschickt. Ja, ist doch, glaub an dich, ne? Also, ja, glaub an deinen Traum, denn er wird wahr. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich habe eine bessere Idee, wer es tragen sollte. Bist du bereit, Silver Shroud zu spielen? Du hast deine eigene Herkunftsgeschichte und alles andere auch. Das mit dem Cryo Vault und so. Wenn ich das mache, will ich einen Zuschlag. Wenn dich das überzeugt, geil. Ich kann bestimmt noch was auftreiben. Ja, hol alles raus da, was da geht. Sieht so aus, als wäre ich perfekt geeignet. Das Kostüm und die Knarre gehören dir. Du sorgst in Good Neighbors Straßen für Ordnung und ich gebe dir per Radio alle Verbrechen durch. Okay. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15. Schadensresistenz 42. Das ist jetzt nicht so... Habe ich das gemoddet? Also mit diesen Fibrinfasern? Hier sind ein paar Visitenkarten. Wenn du für Recht und Ordnung gesorgt hast, musst du sie zurücklassen. Dann wissen alle, dass Silver Shroud zurück ist. Silver Shroud ist zurück. Ja! Hast du einen Augenblick Zeit? Ja, was geht? Was gibt es? Ich schulde dir so viel. Und ich möchte was nicht undankbar erscheinen. Aber ich fürchte, dass mir das zu viel wird. Bitte was? Alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ein Sünd zu werden ist viel schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. Anfangs fielen mir selbst die einfachsten Funktionen schwer. Wie man sich die Zähne putzt, mit nur zwei Händen arbeitet und so weiter. Aber jetzt bin ich voller belangloser Gedanken und Gefühle. Wie kommt ihr nur mit diesem Chaos im Kopf zurecht? Wir sind fucking Menschen, ist doch geil. Außerdem bist du seit ungefähr 5 Minuten sind. Wann hattest du Zeit, dir die Zähne zu putzen? Wann hattest du Zeit, das mit den Armen auszuprobieren? Was ist denn los, Curry? Aber, Baby, ich möchte dir mal was sagen. Nur weil du ein Sünd bist, heißt das noch nicht, dass wir nicht. Knickknack. Ich hoffe, ein paar belanglose Gefühle haben mit mir zu tun. Ja. Ja. Nein, na toll. Jetzt dreht sich mir der Kopf nur noch mehr. Oh nein. Im Kreis herum. Bei dir wirkt alles so einfach, wie das Atmen. Aber ich kann mich kaum konzentrieren, geschweige denn forschen. Und die Inspiration ist so fern wie eh und je. Ich werde wohl nie etwas zu dieser Welt beitragen. Zu dieser Welt? Wer weiß. Aber dafür hast du mich verändert. Noch mehr Gefühle, ohne passende Worte. Der Lichtblick in all dem bist du. Als Roboter wusste ich dich sehr zu schätzen. Aber jetzt geht aber es jetzt. Tiefer. Ich bin immer noch loyal. Aber jetzt tue ich all das, weil ich es will. Weil wir Freunde sind. Ja klar, aber da geht noch mehr, Baby. Da geht noch eine ganze Menge mehr. Nur Freunde, nicht mehr. Ich fühle mich sehr seltsam. Ich muss das hier leider unterbrechen. Meine Augen haben eine Fehlfunktion. Adieu. Okay, tschüss. Gehst du jetzt oder gehst du jetzt zurück nach Sanctuary? Was ist los? Hey. Was willst du? Was willst du? Gerade noch schön am Flirten gewesen und jetzt, was willst du? Soll ich sie zurück nach Sanctuary schicken? Nein. Alles cool. Warum bin ich jetzt so langsam? Entschuldigung. Bin ich überlastet? Yes. Fucking hell. Denke ich mal, dann krieche ich mal, besser gesagt, zum nächsten Händler. Und werde da
mein Fat Man, verchecken. Und dann, wenn ich als Silverschwert für Recht und Ordnung sorge, oh mein Gott, ist so schwer, diese Last, dieser Fat Man ist so schwer. Oh. Hallöchen an alle anderen. Guten Morgen, Stream. Wie kriege ich ihn jetzt zum Händler? Ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Verrückten Scheiß, ich sag's dir, Mann. Verrückten Scheiß, ich sag's dir. Alter Schwede, hab ich verrückten Scheiß gehört, ey. Und gesehen, alter Schwede. Dieser Silberschrau, der ist alles verrückter Scheiß. Junge, Junge, Junge. Ich sag's dir. Junge, Junge. Ah, ich krieche weiter zum Händler. Oh, es ist so weit der Weg. Oh Gott, ich kann's nicht tragen. Diese Last. Oh, nee. Hallöchen, Pammy Boy. Nee, Cleo. Hm, Baby. Das ist doch geil. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Ja, einfach mal probieren. What the fuck? Wir haben über 2000 Kugeln. Was ist los? Benutze ich niemals eine .38er Pistole? Oh Gott. Yeah, Fat Man. You got it. Oh Gott. .44er. Wir haben über 4000 Geld. Das ist nett. Riba. Arriba, arriba. Silberne Maschinenpistole. Ach, das ist ja hier Silver Shrouds. Maschinenpistole. Ich würde gerne den Skin von der auf die auf die Gut-Glück-Knarre packen. Shoots an Adjective Projector. Ja, ich glaube, ich nehme lieber Wächter des Aufsehens. Obwohl, das ist ein Sniper-Rifle. Aber die kann auch aus kurzer Distanz wahrscheinlich Dinge tun. Das 10 Points Crew Damage will freeze targets. Okay, nehme ich einfach mal verkaufen. Und dann kaufe ich mir von dir noch mehr davon. ja, was kaufe ich mir dann? Was kaufe ich mir dann? Was brauchst du denn? 45er. Gib mir mal so alles. Nee. Gib mir mal so, weiß ich, Hammer! Ich will in die Mitte. Genau, danke. So, okay. Das kannst du dir auch leisten, was ich dir gebe. So, dann können wir uns einmal umziehen. Also auf Kleidung ziehen wir uns um. Und ziehen das geile Silver Shroud Kostüm an. Und dann. Ich dachte gerade, meine Katze strummelt hier rum. Dann nehmen wir noch die silberne Silver Shroud Waffe. Silberne Maschinenpistole. Dann sind wir fucking Silver Shroud. Er war ein knallharter Boy in diesem Wasteland. Ihm konnte keiner was vormachen. Er ist fucking Silver Shroud. Oh, geil, Leute. Oh, geil. Das ist schon ein geiles Outfit, muss man sagen, oder? Das ist schon fresh, oder? Also man kann es jetzt nicht richtig sehen, weil meine Fresse davor ist, aber ist schon irgendwie ein bisschen geil. So, ich muss Silver Shroud Radio hören, um Quests zu machen. Radio. Gott, ist das leise. Kann ich das vielleicht lauter machen? Radio. Pip, 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 pip. Vom Bösen befreien. Oh, das geht. Wir haben alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selby samt ihrem Kind ermordet hat. Wegen ein paar lausiger Kronkorken. Warum? Es ist Böses im Busch! Böses! Hey, du Schwein, ich töte dich! Was ist das denn für ein abgefahrener Aufzug? Sieht teuer aus. Du sollst angeblich Miss Selmy ermordet haben. Stimmt das? Selmy? Ja, die Schlampe habe ich kalt gemacht. Alter! Und ihr Blag auch. Alter! Für den Arsch hatten nur zwei Kronkorken dabei. Alter! Deine Verbrechen sind zu lange ungestraft geblieben. Was zur Hölle ist mit dir los? Naja, nichts, was ein paar Kugeln nicht beheben könnten. Ich werde dich fucking
Ding umbringen. Komm jetzt! Warte, 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 ich muss nachladen, ich muss nachladen! Oh, das nehme ich. Und da ist noch ein bisschen was drin. Oh, Vorkriegsgeld. Danke. Hallo? Ist an! Okay, hier sind wir fertig. Warte mal, ich nehme doch vielleicht eine andere Waffe. Bubudu. Und zwar. Fucking echt. Erzähl unseren Zuhörern, worüber wir gesprochen haben. Ja. Hey Jay, kennst du den Chem-Dealer bei Bobby's? Er verdient sich eine goldene Nase. Er sagt, er hätte einen neuen Markt entdeckt. Kinder. Selbst mit seinen miesen Camps sahen sie noch fertig ab. Hört ihr das? Ein weiterer Schurke, um den sich Silver Shroud kümmern muss. Warum? Warum? Du schneidest es nicht? Ja. Was auch immer. Alter, ey, zieh doch deine Waffe. Oh Mann, ich fand das so cool. Hey du! Warte, ich muss mal kurz. Ich mach das Radio so lange aus, solange das Gespräch läuft. Hey, Bitch! Au. Das hier ist mein Revier, Clown. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Der Dealer, der an Kinder verkauft? Ja, das bin ich. Ich bin ein Unternehmer. Mhm. Ich erschließe einen neuen Markt. Camps für Kinder. Camps für Kinder. Kaugummi-Mantets. Die Kids in Diamond City fahren darauf ab. Okay, du scheiß Arschloch. Du bist tot. Verkaufst dein Gift an Kinder, hm? Heute musst du dich... Silver Shroud stellen! wer bitte? Oh, um Himmels Willen, hat Kent dich etwa geschickt? Er jammert doch ständig über die armen Kleinen. Was zum Teufel? Also, folgender Vorschlag. Ich zahl dir 50 Kronkorken, damit du nichts sagst. Und mir vielleicht Kent vom Leib hältst. Bitte was? Kronkorken? Du musst sterben. Hör auf, dein Zeug an Kinder zu verkaufen. Sonst spürst du meinen Zorn. Die Zorn! Ist höchst illegal. Du Arschloch. Mach dich fertig. Du Arschloch. Du bist tot. Bitch. Level up. Locker easy. Rüstungsfeste, bitte. Erst ab Level 39. Ach, das ist doch nicht fair. Dann nehme ich halt starker Rücken. Oder? Wissenschaft. Ach komm, starker Rücken. Mehr Loot tragen. Mehr Loot ist gut. Lebt er noch? Ja! Hey, du Spacko! Hey, hallo, du lebst noch. Das war gerade dein letzter. Hä? Also, das ist jetzt aber schon peinlich. So, ich mach Silver Shroud Radio an. Silver Shroud bringt Recht und Ordnung nach Good Neighbor. So ist es. Keine Munition.